Was geht ab, meine Z-Fighter Hose, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 66. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung dieser Woche. Letzte Woche wart ihr, wie gesagt, gefragt am Ende des Videos. Wir hatten nämlich eine Einsendung von unserem Boy Gamerfather. Lieben Dank fürs Einsenden. Und ihr seid dann natürlich hergegangen, habt mir Verbesserungsvorschläge gegeben an der Stelle. Und bei ihm war auch auf jeden Fall die Frage, ob er den Incubator nutzen soll oder sein Easy Strength Incubator. Um es kurz zu fassen, Freunde, ich habe dazu ein Video gemacht, könnt euch gerne abchecken. Die Vergleiche sind folgendermaßen: Man vergleicht immer den Incubator auf 100%. Sobald er nicht auf 100% ist, kommt nämlich der Strength Creator EZA auch ohne Dupes an ihn ran vom Schaden her. Aber auch an sich hat der Strength Creator eine Defensive durch die Passive. Das hat der Incubator nicht. Aber in dem Fall hat der Incubator 3 Dupes und er profitiert halt an sich vom Dupe-System, weil er die Fähigkeiten hat, Additional Attacks, Schranken, Kritten zu dodgen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, dennoch, man kann in dem Fall quasi beide spielen. Also beides wäre nicht verkehrt. Die Wahl liegt quasi an dir. Aber wie gesagt, merkt euch, die Vergleiche sind immer, man nimmt den 100% Incubator und auch der Strength Creator ohne Dupe kommt dann an ihn ran, der auf 100% ist an dem Int. Sobald der Strength einen Dupe hat, ist halt natürlich besser. Aber wie gesagt, overall schon gesehen, hat der Strength natürlich eine Defensive. Der Int in dem Fall, wie gesagt, mit 3 Dupes würde vom Dupe-System profitieren, ganz klar von den Fähigkeiten. Also beides würde gehen. Gut, dann eure Verbesserungsvorschläge. Zum einen hatten wir, dass quasi das Team so wie es ist gut ist. Kann man auf jeden Fall so spielen, würde ich auch sagen. Das ist nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall einen LR-Charakter drin im Team. Und wir haben dann noch quasi einen Charakter, der rein und raus ein Supporter ist. Sind zwar physisch Charaktere, bekommen den physisch Boost, Key plus 3, 90%, aber LR Trunks ist immer noch ein LR. Auch dieser Boost tut ihm gut, kannst ihn trotzdem rein und raus sortieren. Und der macht als Supporter seinen Aspekt gut, sag ich mal. Eine andere Seite, sag ich mal, also ich sag so Seiten. Mehr oder weniger sind alles, ist auf jeden Fall richtig, was ihr gesagt habt. Hier beispielsweise würde man, beziehungsweise war der Vorschlag, dass man SSJ 2 Gohan mitnehmen kann und SSJ in Ghost Tanks, damit er für Rainbow Orbs, für LR Gogeta, kann man auf jeden Fall auch machen. Man könnte auch zum Beispiel den Ghost Tanks reintun, statt dem Gohan und dann LR Trunks mitnehmen. Also im Endeffekt ist es quasi eine Variante mit dem Ghost Tanks, weil er für Rainbow Orbs sorgt. Für den Boy LR Gogeta kann man auf jeden Fall machen. Eine andere Variante wäre, man nimmt physisch Gotenks, Super Saiyan Gotenks und in Super Saiyan Gotenks würde auch gehen. Physisch Gotenks wäre dann in dem Fall auch so ein Charakter, den man natürlich rein und raus rotiert, der individuell stark ist, sage ich mal, aber da kann man auch auf LR Trunks zurückgreifen. Also ob man LR Trunks oder Fuse Super Saiyan Gotenks, würde zwar beides gehen. Gotenks hätte zwar den besseren Boost, aber LR Trunks mit 90% ist halt immer auch ein LR. Der würde seinen Job auch gut machen als Rotationscharakter, wenn du ihn rein und raus rotierst. Aber wie gesagt, Gotenks wäre natürlich auf jeden Fall eine Wahl. Viele haben Gotenks genannt, kann man auf jeden Fall machen, denn er sorgt er quasi für Rainbow Orbs. Und ansonsten, diesen Vorschlag fand ich gut, denn er hat den EZA Trunks vorgeschlagen. In seiner Krankenliste selbst von unserem Boy ist zwar kein EZA Trunks, aber wie gesagt, falls du den EZA Trunks hier geholt hast aus dem Barbershop, dann könntest du ihn auch auf jeden Fall auch reintun als Supporter. Das würde gehen. Also vom Setup her, sage ich mal, ist auf jeden Fall alles richtig gemacht. 8 von 10 Punkten von der Karte ist auch alles richtig, würde ich 9 von 10 sagen. Und wie gesagt, die Varianten mit Ghost Tanks kann man spielen. Man kann einen anderen individuellen Charakter reintun statt LR Trunks. Wobei LR Trunks auf jeden Fall seinen Job gut machen würde. Und außerhalb davon, wie gesagt, wegen dem EZA Trunks noch einen anderen Supporter mit reinnehmen, fand ich auch eine gute Idee auf jeden Fall. Kann man machen, kann man machen. Genau, jetzt kommen wir aber mal zu den Teams dieser Woche. Und zwar die erste Einsendung ist von unserem Boy Hey, I am Luna. Hey, Hashtag Team Osoru, hey Osoru, kannst du ein Auge auf mein Dream of Gods Team werfen? Bin für jeden Verbesserungsvorschlag zu haben. Der Struggle ist dann doch real. Mach auf jeden Fall weiter. Also Dankeschön, dann gucken wir mal auf jeden Fall rein. Wir haben ja ein Dream of Gods Team und als ich diese Einsendung gesehen habe, fand ich auf jeden Fall eine Sache cool. Props an dich. Du willst mit Biro spielen, das war auf jeden Fall klar, das kam auf jeden Fall an. Denn als ich deine Krankenliste gesehen habe, habe ich mir sofort die Frage gestellt, wie sieht denn die Krankenliste aus? Könnte man vielleicht noch einen oder anderen Charakter reintun, beziehungsweise an sich auf Biros verzichten? Denn aktuell auf Global hat der Tech Biros noch nicht sein EZA, aber er bekommt ihn am 10. April, Freunde. Das ist schon in 3 Tagen, dann kommt das EZA von Tech Biros und danach wird er wirklich eine reine Bombe. Und diese Rotation teilt sich mit 6 Linkskill und diese Rotation ist auch wirklich sehr gut. Heißt, das Team dreht sich quasi um die Rotation mit Biros, aber Uyegoku hat auch seinen guten Partner mit Godku und dann haben wir 2 Supporter. Deswegen, auf jeden Fall gehören alle Charaktere zum Niederskill 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awake 8 von 10 Punkten. Dann würde ich aber, wie gesagt, ich habe einen Blick auf die Krankenliste gesetzt, beziehungsweise geworfen und dann dachte ich mir, okay, wir haben hier einen Gogeta Blue, wir haben hier einen Jiren. Wir haben zwar Rosé und Fusion Zamasu, wir haben kein LR Black, deswegen passt das. Sonst könnte man auf jeden Fall LR Black mit Rosé spielen, also verzicht mal auf diese Rosé und Zamasu Charaktere. Wir haben aber einen Jiren, einen AGL Gogeta und wir haben ein LR Vegito Blue. Da habe ich mir überlegt, okay, wäre es vielleicht besser, wenn man die mit einbringt. Also wie gesagt,
Ich lasse die Rotation mit Beerus, weil ich finde das cool. Dein Ele Beerus hat einen Dupe, dein Izay Beerus. Also er bekommt ja noch sein Izay, aber ich sehe es mit dem Auge, dass er Izay bekommt. Deswegen, das ist ja legit in ein paar Tagen. Also deswegen kannst du es auf jeden Fall so machen. Ich schau da ein bisschen in die Zukunft, sag ich mal. Aber die Rotation spielst du, tust auf jeden Fall dein Beerus Izay awaken oder Extreme Z awaken. Und dann passt es auf jeden Fall. Dennoch haben wir halt, wie gesagt, Charaktere wie Jiren und Kogeta. Und was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Folgende Sache. Wie gesagt, die unteren drei bleiben. Den Kami hauen wir raus. Ein Supporter würde reichen mit Whis. Der ist auf jeden Fall ein solider Supporter. Auch für diese Rotation. Den linken setzt man auch gut. Aber hätten zwar nur Schocken Speed Keep plus 2. Dennoch die anderen Charaktere, wenn da auch einer reinkommt, das sollte auf jeden Fall reichen, sag ich mal. Aber was habe ich mir jetzt überlegt? Folgendes. Also, zum einen wegen Gogeta und LL Vegito Blue. Falls du einen von beiden reintust wegen Kami, dann könntest du sie spielen mit Ui Goku in einer Rotation. Kann man machen. Ja, LLVGW würde sich mit dem mindesten linken, also vielleicht könnte man LLVGW sogar rein und raus rotieren, aber Argelgoeta würde auf jeden Fall gehen, over the flash, prepare for battle, fierce metal. Dennoch könntest du aber auch zum Beispiel einen der beiden rein und raus rotieren, hättest du dann immer noch Godku mit Ui Goku, weil die Ruder ist echt gut. Aber wenn man einen der beiden raus rotiert, dann machen sie nichts Gutes für diese Rotation hier, weil sie linken sich nur mit fierce metal, beziehungsweise dann LLVGW nur mit legendary power. Heißt, so gut die zwei Charaktere auch sind, ich würde vielleicht auf die mal in der Konstellation mit Beerus verzichten. Ich wollte das einfach nur mal erwähnen, weil das sind ja gute Charaktere, die kann man auf jeden Fall dennoch spielen. Was ich dir dann eher empfehlen würde, wäre, pack statt Kami Jiren rein und dann liegt die Entscheidung bei dir, ob du Jiren in der Rotation spielst mit Ui Goku. Geht auf jeden Fall, Turn of Power, wir haben Fierce Battle, wir haben Godly Power oder mit Godku, wie gesagt. Aber ob so oder so, wenn du Jiren rausrotierst, der ist dann viel, viel besser als die zwei Charaktere als Rotationscharakter, denn er hat Godly Power, Shocking Speed und Fierce Battle für die Beerus-Rotation. Also der linkt sich besser. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei dir. Ich würde auf jeden Fall Jiren reintun für Kami. Ob du dann Jiren in der Rotation spielst mit Ui Goku oder mit Godku. Wenn du im Endeffekt Godku rausrotierst, dann macht er genau das, was Jiren auch macht. Er hat auch quasi gute Linkskills, er hat Shocking Speed, Fierce Battle und Godly Power für die Charaktere. Das würde auch auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Deswegen, genau. Jiren rein, Kami raus. Kannst du aber auch auf jeden Fall gerne wissen lassen, wen du dann quasi mit Ui Goku in der Rotation hältst. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ansonsten wäre das quasi die Änderung, die ich machen würde. Dann kommen wir aber auch zum nächsten Einsendung. Die nächste Einsendung ist von Lukas Hero. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar, Lukas Hero, seine Idee ist auch gar nicht mal so schlecht. Warum? Wir sind auf Global und er hat quasi so ein Pseudo- oder Beta. Also ich damit, also mit Pseudo und Beta will ich jetzt nicht schlecht reden, aber seine Denkweise war, okay, ich baue mir ein Vegeta's Family Team auf Global, obwohl es den Vegeta Family Leader nicht gibt. Super Saiyan 4 Vegeta gibt es ja noch nicht. Aber wir haben ja quasi den EZA Vegeta. EZA Vegeta ist zwar kein Vegeta Family Leader, aber er gibt jedem Typus Keep plus 2 HP Attack und auf 90%, aber durch die Passive bekommt er quasi noch seinen Support Boost, wenn zwei oder mehr Vegeta Family Charaktere im Team sind. Heißt, er hat sich hier schon mal vorab auf Global ein Vegeta Family Team gebaut, finde ich auf jeden Fall gut, Props dazu. Und ja, da ist ein All-Type Leader, es gehören alle Charaktere zum Niederskill, 6 von 10 Punkte, alle sind aber auf jeden Fall 4 Status Max Level, 7 von 10, aber nicht Max Awake. Der hat auf jeden Fall noch ein Awakening, setzt sich dran. Awakening zu Gott Vegeta wäre auf jeden Fall gut. Also 7 von 10 Punkte. Die Sache ist jedoch, alright, wir haben hier zum einen, um es dann so zu sehen, hätten wir quasi ein Pure Saints Team, auch wenn es quasi Vegeta Family ist. Heißt, du könntest als Friend auf jeden Fall entweder Evo Vegeta nehmen oder physisch Vegeta. Du kannst dann Izay Vegeta in eine Rotation lassen mit dem Rage Bulma. Ja, okay, stimmt. Ich muss kurz überlegen. Der ist nicht in Pure Saints, aber in dem Fall wäre es ja All-Type. Das passt. Ich komme nämlich gleich darauf zu sprechen wegen den Pure Saints. Die Zeit kann man in Ruhe zu lassen. Die linken sich gut. Margin mit Gott Vegeta im Endeffekt linken sich auch gut. Over the Flash, Super Saiyan. Und dann hätte man Supporter, Tank, sag ich mal, den man rein und raus wird. Aber ein Supporter würde mir fehlen. Also vielleicht würde ich einen Supporter reinklatschen. Die Änderung, die ich in diesem Team machen würde. Also zum anderen, warum bin ich so an Pure Saiyan hängen geblieben. Du hast keinen Pure Saiyan Leader, deswegen kannst du mit ihm auf jeden Fall das so spielen. Hätte ich zwar Prime Battle Vegeta, der ist aber noch nicht auf LR-Stufe und der würde dann nur Keep Plus 3 70% geben, also der würde immer einen besseren Stat-Boost geben. Dennoch, was ich machen würde, wäre ein Supporter reinklatschen, nämlich, du hast ja auch Izay-Chunks. Tu Izay-Chunks rein statt dem Super Saiyan 3 GT Vegeta, warum? Dann hättest du einen Supporter, den kannst du rein und raus rotieren, der macht seinen Job gut, der profitiert auch ja von Vegeta's Family Kategorie Teammitgliedern, Awake auf jeden Fall dein Gott Vegeta und dann musst du aber, ich muss mich quasi korrigieren, warum ich dann wegen Pure Saints gedacht habe. Ich habe ja vorhin gesagt,
du kannst Evo Vegeta oder physisch Vegeta nehmen. Nein, du kannst dann nur physisch Vegeta nehmen, weil das ist mir dann quasi eingefallen. Denn der gehört ja nicht zu Pure Saiyans, aber er ist ein Super-Type, also Super-Class-Charakter. Er würde dann den zweiten Leader-Skill von physisch Vegeta bekommen, nämlich Ki plus 200%, und selbes würde für Easy 8 Trunks gelten. Also dementsprechend mit diesem Team kannst du auf jeden Fall, oder nimmst du am besten den physisch Vegeta als Leader, tu Easy 8 Trunks rein statt dem Tech Vegeta Super Saiyan 3 GT, und dann würde das Ganze auf jeden Fall gut laufen. Du kannst dann natürlich auch den Friend in der Rotation spielen, ja, den physisch Vegeta geht auf jeden Fall auch. Also ja, aber von der Idee her fand ich das auf jeden Fall cool. Ja, schon mal ein bisschen so vorbereitet für das 4-jährige Jubiläum, ist ja im Juli auf Global. Und dementsprechend auf jeden Fall, ja, gut Job, war auf jeden Fall eine gute Einsendung. Dann haben wir an der Stelle hier Son Gohan-Fan. Hashtag Timoso, du, hast du Verbesserungsvorschläge für mein Team? Bist du besser? Oh, wow, lieben Dank dafür. Und zwar haben wir ein Pure Saints-Team. Alle Charaktere gehören dem Leader-Skill. Yep, 6 von 10 Punkten. Also Max and Max Awake, 8 von 10 Punkte. Sehr schöne Rotation. Wir haben Vegeta mit Vegeta, 7 von 7 Linkskills. Wir haben die zwei Vierfachen, 6 von 7 Linkskills, zwei schöne Supporter rein und raus rotieren. Aber wenn man in so einem Team einen LR-Charakter verwerten kann, dann machen sie das bitte. Er ist auf 3%, vielleicht hast du keine Orbs, aber erfarmen die Orbs. Orbs, Freunde, aus den Daily Orbs-Stages am besten immer machen. Aus Battlefield, World Tournament, alles mitnehmen an Orbs, was ihr da mitnehmen könnt. Und dann, das sind die Superclass-Charaktere, richtig, würde ich aber auf jeden Fall, ich meine, wir sind unter Vegetas Leader-Skin. Man kann auch LR Gohan mitnehmen, der bekommt dann zwar nur 100%, aber es würde auf jeden Fall funktionieren. Ich konzentriere mich mal dennoch auf den besseren Leader-Skill, weil, ich sag mal folgendes, die Rotation kannst du lassen, 7 von 7 Linkskills, die linken sich sehr gut. Vielleicht, das ist jetzt das, die zwei Vierfachen, die linken sich gut. Die sind bei dir, okay, der hat 55%, der hat 79%. Die Rotation kannst du auch lassen, an sich in dem Pure Saint Team geht ja viel. Kannst du so lassen, würde funktionieren. Aber, vielleicht würde ich dann trotzdem ein LR bevorzugen, weil ein LR ist halt immer noch ein LR, und ein LR Super Saiyan 3 Goku ohne Dupes, der kommt da schon auf jeden Fall an die beiden ran. Deswegen tust du LR Super Saiyan 3 Goku rein, also die zwei Vierfachen raus. Also kannst du, das Team so lassen. Ich gebe quasi nur einen Vorschlag, das würde nämlich auch funktionieren, sag ich mal. Aber wie gesagt, wenn man LR verwerten kann, verwerten wird man ihn. Du kannst den LR Super Saiyan 3 Goku reintun und Super Saiyan 3 Bardock. Könnten es natürlich auch mit Angel Goku in der Rotation lassen, aber ich würde Bardock bevorzugen. Er wäre ein anderer Typus. Bardock an sich, wenn man unter 70% fällt, gibt er noch 40% Attack Boost. Geil. Den lässt du in der Rotation dann mit dem LR Super Saiyan 3 Goku. Haben Over the Flash, Super Saiyan, Ki plus 3 sind auf jeden Fall wichtig. Experience Fighters haben sie auch. Sehr schöne Rotation wäre das auf jeden Fall dann. Und dann die zwei Support-Charaktere kannst du lassen, weil wir haben zum einen hier Ki plus 3, hier auch Ki plus 3, und der hätte noch Shattering the Limit für LR Super Saiyan 3 Goku. Also auf jeden Fall würde ich LR Super Saiyan 3 Goku reintun und Super Saiyan 3 Bardock für die zwei Vierfachen. Aber wie gesagt, die zwei Vierfachen kannst du auch spielen. Das war nicht falsch, das war echt nicht falsch. War auf jeden Fall eine gute Konstellation. Aber was ein LR-Charakter ist, den LR verwerten wir auf jeden Fall. Und genau, das wäre mein Vorschlag. Dann kommen wir auch mit dem Voice Drop zum letzten Team, nämlich von Nachtschmerz. Bei Nacht hat der Junge Schmerzen, deswegen hilft ihm! Hilft ihm! Er hat nämlich eine Frage. Ihr seid jetzt gefragt, Freunde. Keine Ahnung, wie ich die Rotation machen soll, deswegen I need your help like a Trunks need always help us from the Gegenwart. Alles klar, dann gucken wir mal rein. Und zwar hat er, mein Boy, folgendes Team, wenn das Ganze mal funktionieren würde. Bitte, danke. Ein Hit-Team, das ist ein Team, Freunde, geht ja, gibt dem Ganzen eine Punktzahl in den Kommentaren, welche Punktzahl würdet ihr dem Team geben, welche Änderungen würdet ihr bei dem Team machen, und zwar hier ist die Charakterliste, Freunde, wie gesagt, das ist ein Team, das ist eine Charakterliste, geht her und schaut euch an, was ihr daran ändern würdet. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, und dann sehen wir uns hoffentlich auch das nächste Mal, macht's gut, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.